Hast du eigentlich schon mal von dem Metatron-Würfel gehört? Es ist ein mystisches Symbol aus der jüdischen Kabbala und kann dir verhelfen, dein Leben zu manifestieren und deine Wünsche schneller in die Realität umzusetzen. Was ich hier am Hals trage, ist unser Prana-Tropfen Metatron und er hat das heilige Metatron-Symbol, den Metatron-Würfel, in der Mitte. Wenn du mehr über Prana-Tropfen übrigens wissen willst, Link auch in der Bio, dort kannst du sie auch bei uns erwerben. Es ist alles mit Liebe handgemacht, made in Germany, unserer kleinen Werkstatt. Link in der Bio. Der Metatron-Würfel ist ein hervorragendes Instrument, um deine Manifestationskraft zu stärken, aber auch deine Aura und dein Wohlbefinden. Aber was ist eigentlich der Metatron-Würfel und auf was geht er zurück? Der Metatron-Würfel kommt von der jüdischen Kabbala, das ist eine Geheimlehre, und bezeichnet eigentlich den Namen Gottes. Das ist die bildliche Darstellung des Tetragrammatons in der dritten Dimension. Und durch den Namen Gottes, Jahwe, also J-H-W-H, kannst du, wenn du sie richtig kabbalistisch aussprichst, alles manifestieren und alle Wünsche sofort erfüllen. So soll auch Moses das Meer geteilt haben, indem er die Macht der Kabbala und die Macht des Wort Gottes richtig benutzte. Der Metatron-Würfel besteht aus zwei ineinander verschlungenen Tetragrammatons. Das Tetragrammaton, wie ich schon erwähnt, ist die bildliche Darstellung Gottes. Ein Dreieck zeigt nach oben und das andere nach unten. Und so ist aber auch unser Energiekörper aufgebaut. Wir haben nicht nur den physischen Körper, sondern wir besitzen Astralkörper, einen Mentalkörper und schließlich haben wir eine Seele auf der Akasha-Ebene. All diese vier Körper arbeiten ineinander, sodass die Seele hier auf der Erde, auf der physischen Welt sein kann. Denn es ist so, die feinstoffliche Energie von Gott kann auf dieser physischen Ebene nicht direkt manifestiert werden. Sie muss erst durch die vier Ebenen hinuntergebracht werden. Erst von der Akasha-Ebene auf die Mentalebene, auf die Astralebene und schließlich auf unsere physische Welt. Denn die Energie muss sich immer weiter verdichten und wir haben eine sehr dichte Energie auf der Erde, die dichteste eigentlich im ganzen Universum. Der Metatron-Würfel hilft uns, wenn wir ihn tragen, diese vier energetischen Körper, also die Akasha, mentale und astralen Körper mit dem physischen Körper wieder in Einklang zu bringen. Auch Franz Bardon in seinem Buch Der Weg des wahren Adepten und später in seinem dritten Buch Die wahre Kabbala beschreibt, wie wichtig eigentlich das Tetragrammaton und der Metatron-Würfel zum Verständnis unseres Universums und der Aufbau der feinstofflichen Welten ist. Aber dazu in einem anderen Video mehr dazu und ich zeige euch dann auch, wie ihr Jahwe, also das Wort Gottes in der jüdischen Kabbala, kabbalistisch aussprechen könnt, um Ziele schneller zu manifestieren oder einfach der göttlichen Energie näher zu kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr über solche Themen wissen wollt, dann abonniert mich oder schaut mal bei uns auf Os Ogonita auf der Webseite nach. Da haben wir auch in Wikipedia, da steht alles über solche Themen drin. Vielen Dank fürs Zuschauen.